Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und ich sitze hier mit Ramona, meiner besten Freundin. Und wir wollen heute einen Tag aufnehmen. Ihr hört schon im Hintergrund, wir sind an einem öffentlichen Ort. Corona ist auf dem Rückzug, hoffentlich. Ja. Wenn nicht, dann haben wir es wenigstens genossen, als es noch ging. Genau, wir sind nämlich bei Thalia in der Mönckebergstraße und haben hier heute schon ordentlich geshoppt und geguckt, was es so an Neuerscheinungen gibt. Und ja, möchten jetzt einen Tag für euch aufnehmen, und zwar den Anti-TBR-Tag. Also quasi, was möchte ich nicht lesen und was landet nicht auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Und das sind insgesamt 9 Fragen, bin ich der Meinung. Na, 8. 8 ja. Fragen. Aus dem Englischen übersetzt, also ich hoffe, es hört sich nicht zu holprig an. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, und unsere Antworten drauf. Viel Spaß. Frage Nummer 1. Ein allseits bekanntes und beliebtes Buch, das du nicht lesen möchtest. Was hast du da? Soll ich mal anfangen, ja? Mhm. Ich habe, das wird dich sehr schmerzen, das ist die Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas, weil ich weiß, dass du sie eigentlich ganz gern gelesen hast, bis das letzte Buch oder so. Mhm. Ich weiß, dass die Reihe, glaube ich, ziemlich gehypt ist, aber ich habe eine andere Reihe von ihr begonnen, durch die 7 Höfe, und war da irgendwie nicht so richtig gefesselt von ihrem Schreibstil. Also noch nicht mal von der Geschichte, die plätscherte leider auch so ein bisschen vor sich hin, aber ich hatte auch, der hat mich nicht so angesprochen, der Schreibstil. Und deswegen dachte ich, wenn ich dann wieder eine Reihe beginne, könnte es sein, dass es das gleiche Problem ist. Und ich weiß ja, dass es jetzt doch relativ viele Bücher hat, die Reihe. Und auch lange, die werden immer länger. Die werden immer dicker, ne? Ja, da dachte ich, na, dann traue ich mich einfach gar nicht erst dran. Nicht, dass ich dann irgendwie in eine Reihe anfange. Und man möchte dann ja auch das Ende dann wissen, wahrscheinlich irgendwann. Ja. Und ich könnte dich spoilern. Ja, okay, dass man sich da so durchkämpfen muss. Und das will ich ja eigentlich dann auch nicht. Ja. Also vielleicht wird es mich total umhauen, aber eigentlich reizt es mich gerade gar nicht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Also ich fand es auch tatsächlich die ersten Bände ganz cool, und es ist auch ganz kurzweilig eigentlich zwischendurch erzählt, aber es ist halt auch viel mit Krieg und so nachträglich betrachtet ist es eben auch sehr viel mit so verstecktem Männer sind besser als Frauen irgendwie, also ganz häufig das irgendwie, das sind ja so Fae in Wirklichkeit, also teilweise sind da halt so Fae mit dabei, und dann knurrt er irgendwie und hat so einen Besitzanspruch über sie und sie darf bestimmte Dinge vielleicht nicht tun, oder er versucht ihr das irgendwie zu verbieten und so, und das ist... Ja, aber das fand ich auch schon bei den 7 Höfen ähnlich, weil das war ja so ein bisschen Schöne und das Biest-Ding irgendwie. Okay. Mhm. Und da hatte ich genau das gleiche Gefühl. Mhm. Und anscheinend, so im Nachhinein anscheinend zieht sie das wohl so durch. Mhm. Okay, gut, dann habe ich dann das Richtige gespürt. Also es ist schon ein bisschen so, also sie lässt sich nicht unterbuttern, aber es wirkt so ein bisschen komisch einfach. Also es wird dann erklärt damit, dass das halt eine andere Spezies ist, und bei denen ist das halt so nach dem Motto, die haben halt so ein Besitzanspruchsdenken. Ja, also ich glaube, dann, also sowas regt mich ja auch immer dann auf. Ja. Ne? Reihe klammere ich bei mir aus. Dann gute Entscheidung getroffen. Was ist es denn bei dir? Also bei mir wäre es die Eberhofer-Reihe von Rita Falk, beginnend mit Winterkartoffelknödel. Ja. Also das möchte ich zumindest in nächster Zeit nicht lesen. Ich habe zwar schon auch gute Dinge davon gehört, aber das ist schon auch da wieder, einfach weil es so eine lange Reihe ist irgendwo. Und weil das halt auch so Heimatkrimis, sage ich jetzt mal, sind, wo ich ja nicht wohne. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mich nicht so anspricht irgendwie auch. Ah, da bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube, das spoilert irgendeine andere Frage, die ich hier beantwortet habe. Okay, ja. Weil, aus ähnlichen Gründen auf jeden Fall. Ja. Mhm. Auch wenn es total gehypt ist, aber ich glaube, gerade wir so Nordlichter, das ist dann für uns dann doch ein bisschen fern irgendwie. Ja. Also das wäre auch nicht das, wonach ich als erstes greifen würde. Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Frage Nummer 2. Ein Klassiker oder ein berühmter Autor oder eine berühmte Autorin, das oder den du nicht lesen möchtest? Das ist eine ziemlich lange Frage. Ich habe mich da jetzt einfach für Klassiker entschieden und dann einfach grundsätzlich zu sagen, dass ich momentan eigentlich gar keine Klassiker lese, weil es einfach nicht mein Genre ist. Mhm. Das ist aber bei vielen Fragen hier irgendwie so, dass ich denke, da könnte ich jetzt ganz viel drauf antworten, aber es ist ja nicht mein Genre. Also ist es einfach gemein, dann zu sagen, ich lese es nicht, weil es blöd ist, sondern ich lese es einfach nicht, weil es nicht mein Genre ist. Ja. Und ich habe früher sehr, sehr viele Klassiker gelesen und auch so in meinem Deutsch-LK und alles drumherum und auch noch sehr viel drüber hinaus, über den LK hinaus. Ja. Aber im Endeffekt muss ich sagen, das ist jetzt nicht das, was ich dann lese, wenn ich mich zu Hause irgendwie von der Arbeit ablenken möchte und unterhalten werden möchte. Ja. Und dementsprechend, wie gesagt, könnte ich jetzt ganz, ganz viele nennen, und ich mache es einfach nicht, weil ich keinen Klassiker irgendwie verunglimpfen möchte, Verstehe. Weil ich glaube,
die haben alle ihre Berechtigung, warum es sie gibt, und die sind bestimmt auch alle total toll, aber einfach nicht meins. Es ist auch oftmals ein bisschen anspruchsvoller oder anstrengender zu lesen. Ich kann das total nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also ab und zu habe ich da mal Lust drauf, und ich hatte jetzt ja auch gerade ein Buch gehabt, was auch tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller war, einfach vom Schreibstil, wo ich dann aber auch hinterher denke, ja, ich fand es gut, aber irgendwie, es hat mich einfach dann nicht umgehauen, weil es einfach dann vielleicht mich nicht vom Thema interessiert hat oder so. Ja, was ist bei dir? Ja, also tatsächlich habe ich einen Klassiker mal abgebrochen, oder ich habe mehrere wahrscheinlich mittlerweile schon abgebrochen, aber da muss ich wirklich sagen, da bin ich so ganz und gar nicht reingekommen, und das war Kaltblütig von Truman Capote. Soll ja eigentlich so der Vorreiter gewesen sein für True Crime. Ah, okay. Da geht es irgendwie um irgendeine amerikanische Familie auf dem Land, die sich da gegenseitig mit Schrotflinten umgebracht haben. Das hat alle total aus den Socken gehauen, weil das halt so eine Kleinstadt war und keiner konnte sich vorstellen, dass sie so Probleme hatten und blablablub irgendwie. Und er ist dann tatsächlich, also es war ein richtiger Fall, und er ist hingefahren und hat das quasi zu einem Roman verarbeitet. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen so der Vorläufer zu True Crime. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie viel dann davon tatsächlich wirklich war und wie viel nicht, weil er, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt eher als Journalist oder so unterwegs war. Man merkt schon, also ich habe wirklich nur ein paar Seiten gelesen. Es war derartig, also es war auch sogar tatsächlich auch noch auf Englisch, bin ich der Meinung. Das hat mit Sicherheit nicht dazu beigetragen, dass es einfacher zu lesen war. Es wurde ewig lange, ich sag mal so, die ersten 20 Seiten wurde, glaube ich, irgendein Tankwart oder so kam zu Wort. Also da hat man schon gemerkt, okay, das wird jetzt ewig ein Rumgeschleiche sein, und dann irgendwie, oh mein Gott, er hat halt seine Familie umgebracht. Ja, aber mittlerweile, also vielleicht ist man da auch so ein bisschen abgestumpft, aber ich glaub schon, das kennt man halt aus den Nachrichten durchaus auch. Ist jetzt nichts, wo man sagt irgendwie, Ahnung. Also das war überhaupt nicht meins, bin ich nicht reingekommen. Und dann habe ich mal was gelesen, also, schwärmen alle total von, aber ich bin halt so voll der Escape-Reader, und ich, wenn so ein bisschen was nebenbei noch irgendwie vermittelt wird an Wissen oder so, finde ich das noch okay. Aber wenn das jetzt so sehr im Vordergrund ist, so irgendwelche politischen oder irgendwelche historischen, da war der und der Krieg in, keine Ahnung was, Afghanistan und keine, also wirklich, da, das mag ich nicht so gerne lesen. Und da hatte ich mal Drachenläufer von Khaled Hosseini oder so heißt der. Ja. Das habe ich auch mal angefangen, und das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Aber das wurde doch mal verfilmt, oder? Drachenläufer, das sagt mir auf jeden Fall was. Sein. Ich meine, da hätte ich den Film irgendwie zugesehen. Da geht es irgendwie um so zwei Jungs im Nahen Osten, und die sind auf gegenüberliegenden Seiten oder irgendwie sowas. Und ich bin nicht reingekommen tatsächlich. Keine Ahnung, irgendwie. Also es ist ja bei vielen Klassikern so, dass sie dann doch irgendwie mal verfilmt werden. Ja, das stimmt. Und dann gucke ich mir tatsächlich lieber die Verfilmung an, weil ich die Themen dann vielleicht doch ganz interessant finde, aber denke, nee, für meine Freizeit will ich mich damit jetzt eigentlich nicht beschäftigen, jedenfalls nicht so ein dickes Buch lesen, weil du bist dann ja einfach viel mehr dauert drin. Dauert länger. Genau, und dann kannst du einfach mal kurz den Film, wahrscheinlich ist er deutlich schlechter dann, aber das mache ich ganz oft bei Sachen, die eigentlich nicht mein Genre sind zum Beispiel. Ja, das wäre vielleicht auch ein der Riesentipp dann dafür. Ja, richtig gute Sache. Frage 3. Und Frage 3 hat noch eine Ergänzungsfrage, die man theoretisch auch verknüpfen kann, aber ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal erstmal einzeln. Aber jeder, der den Tag vielleicht auch beantworten möchte, kann es auch zusammenfassen. Und zwar lautet Frage 3, ein Autor oder eine Autorin, dessen oder deren Bücher du nicht lesen willst. Was wäre das für dich? Ja, das ist das, was, wo ich mich jetzt schon fast gespoilert hätte am Anfang, nämlich die Rita Falk Romane und alles, was irgendwie mit Regionalkrimis zu tun hat. Wie jetzt eben gerade schon gesagt, ich finde es immer schwierig mit Regionalkrimis, wenn sie nicht in der Gegend spielen, wo du wohnst. Also alles, was jetzt irgendwie hier Nord-Ostsee-Küste oder Hamburg ist, da bin ich noch dabei und finde die auch irgendwie ganz spannend. Und da, wo ich auch schon mal war, also wenn es dann irgendwie auf Helgoland spielt oder einfach, weil man da einfach öfter auch in seiner Kindheit war und eigentlich, na gut, die Insel ist auch wirklich klein, also die kennt man dann auch schon selber. Das finde ich immer ganz toll und finde es auch schön, weil es auch so einen Charme hat, aber ich kann zum Beispiel eben mit Sachen irgendwie, mit Rita Falk-Roman eben aus Bayern, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Also auch wenn ich da als Kind relativ oft war, aber es ist einfach nicht meine Kultur, nicht meine Heimat, und deswegen muss ich da ganz, ganz viele Regionalkrimis einfach ausklammern, auch wenn die total gehypt sind, aber ich kann dann mit diesem, auch zum Beispiel irgendwelche Wien-Krimis, das geht schon besser, weil ich einfach oft schon in Wien war, aber auch manchmal kann mich die mit diesem Wiener Schmäh dann nicht so richtig Beispiel. Also alles, was einfach sehr weit weg ist von einem, oder auch teilweise Italien-Krimis, wobei das geht schon wieder ein bisschen besser, weil das dann nochmal so weit weg ist, dass man sagt, ach guck mal, dann träumt man sich, genau, so ein Urlaubsfeeling ist, aber diese regionalen deutschen Krimis, da bin ich eigentlich raus. Was ist es denn bei dir?
Tatsächlich habe ich mir jetzt einmal Karen Duwe aufgeschrieben. Das ist eine deutsche und auch eine Hamburger Journalistin, Schriftstellerin. Und die, von der habe ich gelesen, Dies ist kein Liebeslied und Die entführte Prinzessin. Und gerade bei Dies ist kein Liebeslied, da ging es irgendwie, also es war halb autobiografisch und da geht es um eine Taxifahrerin, eine der wenigen Taxifahrerinnen in Hamburg zu der Zeit. Wobei, das ist eigentlich wieder cool. Ja, hört sich echt cool an, ne? Ja. Es war überhaupt nicht schön. Also es war wirklich, sie hat sich die ganze Zeit selber runtergemacht, weil sie eine Frau ist, ist sie dumm und nicht so gebildet wie ihre Kollegen und auch nicht so toll und sie kann ja nichts, sie ist ja nichts, sie hat kein Selbstbewusstsein, sie hat sich von allen Und dann ist Männern, sie Taxifahrerin. Ja, und ja, also wirklich. Naja, sie macht das ja nur, weil sie keinen richtigen Job findet. Ja, aber eigentlich muss man ja so als Taxifahrerin total tough eigentlich sein, weil du erlebst da ja total kranke Sachen manchmal, glaube ich. Das glaube ich auch. Also ich weiß auch nicht, es ist schon ziemlich lange her, dass ich das gelesen habe, muss ich sagen. Da war ich vielleicht Anfang 20 oder so. Also viele Details habe ich auch nicht mehr parat. Ich weiß nur, dass mich damals schon extrem gestört hat, dass, wie gesagt, sie hat da irgendwie so zwei Typen, andere Taxifahrer, mit denen sie auch öfter mal die Pause verbringt und so. Mhm. Und gerade der eine davon, der rühmt sich halt, dass er ständig irgendwelche Philosophen liest im Auto, während er warten muss und nicht irgendwie die Bildzeitung, ne, so. Und der gebildete Taxifahrer. Er macht sie halt ständig runter und sie ist aber auch so völlig, ja, stimmt, ist richtig, ich bin dumm. Ich bin dumm, ich bin scheiße, ich bin irgendwie, keine Ahnung, also es hat mir überhaupt nicht gefallen, wie sie sich selber, oder sich selber in Anführungsstrichen, das war ja schlussendlich eine Romanfigur, vielleicht wollte sie es auch so überspitzt zeigen, aber ich fand das echt schlimm, wie wenig Selbstbewusstsein vor Männern halt diese Frau dann entwickelt hat, also aber schon wieder völlig dieses unnötig. Thema, ne? Ja, total. Aber es nervt mich auch mega in solchen Büchern, ja. Das möchte ich nicht weiterlesen. Also das tauchte tatsächlich auch in anderen Büchern von ihr auf und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, muss ich mir nicht geben. Ja, kann ich verstehen. Ja, wie gesagt, Frage 4 oder Frage 3.2 sozusagen zählt auch mit auf, das ist so ähnlich, und zwar ein problematischer Autor oder eine problematische Autorin, dessen oder deren Bücher du nicht lesen willst. Ja, ganz aktuell durch die Corona-Zeit ist ja Attila Hildmann sehr schwierig geworden. War der jemals nicht schwierig? Ich glaube, der war immer schon schwierig und ich habe deswegen mir auch eigentlich nie Bücher von dem wirklich gekauft. Aber obwohl halt auf der Arbeit es da jemanden gibt, der sagt, oh, die Bücher sind so toll. Mhm. Und vor allem, er schreibt ja Kochbücher, die für mich ja auch tatsächlich relevant wären, also vegane Kochbücher. Mhm. Ich als Vegetarierin esse natürlich auch ganz gerne mal vegane Sachen und finde es auch total spannend. Ja. Und wenn mir dann die auch empfohlen werden und dann auch wirklich so, ja, ich habe alle Bücher von denen und das ist total super und richtig gute Kochbücher, selbst dann sage ich nein. Also selbst dann würde ich mich da einfach jetzt gerade gegen wehren und sagen, nee, den unterstütze ich einfach nicht, weil der einfach total einander Klatsche hat mittlerweile. Ja. Also wahrscheinlich schon immer, aber jetzt ist es halt einfach wirklich ausgeartet. Weiß, der hatte mal irgendwie Journalisten zur Eröffnung eines Restaurants oder so hier in Hamburg sogar auch eingeladen und dann hat er irgendwie eine Kuh dahingestellt. Ich weiß nicht, also eine lebendige kleine Kuh und oder ein Kalb besser gesagt und dann hat er wohl irgendwie eine Pistole dann auch da gehabt und nach dem Motto, ja, wer bringt die jetzt um, weil ihr wollt doch alle Fleisch essen und so. Ja. Das sind einfach so Aktionen, wo ich mir denke, ja, klar kann man das machen, aber ganz ehrlich, Ja, ist halt so echt total deutlich drüber und wie gesagt, selbst wenn die Kochbücher richtig gut sein sollten, ich finde, glaube ich, auch ganz gute vegane Gerichte einfach so im Internet und muss ihn nicht jetzt auch noch unterstützen. Deswegen kann ich total verstehen. Habe ich mich dagegen entschieden. Ja und welchen schwierigen Autor oder Autorin hast du dir ausgesucht? Ich finde das tatsächlich sehr, sehr schwierig, da standhaft zu bleiben, muss ich sagen. Also ich habe tatsächlich jetzt hier einen mir rausgesucht, den ich oder von dem ich weiß, dass er schwierig ist, und zwar Akif Pirinci. Von dem habe ich ja die Filidä oder wie auch immer sie genau ausgesprochen werden, Romane total gerne gelesen. Habe das auch überhaupt nicht großartig geschnallt, dass auch dort schon so ein bisschen, ich sag mal, infiltriert irgendwie Themen des Rechtspopulismus enthalten waren. Aber ich habe tatsächlich noch zwei Bücher von ihm und die werde ich jetzt auch noch lesen, weil ich die von der Story her voll spannend finde und werde einfach nochmal mit erwachsenen Augen, also die habe ich tatsächlich, diese Filidä-Romane habe ich als Jugendliche gelesen, also es muss irgendwie späte, kurz vor 20 sozusagen gewesen sein. Ja, war bei mir auch so, glaube ich. Vielleicht kriegt man es dann auch nicht so ganz mit, beziehungsweise bevor das nicht bekannt wurde, sage ich jetzt mal, hat es wahrscheinlich auch, haben wenige das noch so mit aufgespürt. So. Vielleicht ist man doch selber noch nicht so gefestigt in seiner Meinung und achtet da auch auf sowas noch gar nicht so extrem. Also ich merke das jetzt immer einfach mehr, dass mich Sachen jetzt deutlich mehr nerven in Bücher als früher. Ich glaube, wenn ich jetzt einige Bücher, die ich früher richtig mochte, jetzt nochmal lesen würde, ich glaube... Twilight! Ja, also wobei Twilight,
fand ich gut, aber ich war nie so dieser Riesenfan davon. Okay. Aber ja, das würde mich richtig aufregen. Also es hat mich auch schon so aufgeregt, dass ich den letzten Band auch nicht mehr gelesen habe. Ja. Also da war ich dann schon mit der Entwicklung so weit dann irgendwann, dass ich gesagt habe, nee, das letzte Band, ich habe auch den letzten Film auch dann nicht mehr geguckt. Also das habe ich alles dann auch ausgelassen, weil ich das dann echt zu, das ging nicht mehr. Also konnte ich nicht mehr. Aber so die ersten Bücher fand ich echt noch gut und dachte, im Nachhinein war es da ja eigentlich auch schon so. Ja, man überliest vielleicht Sachen, weil die Geschichte gut geschrieben ist oder so. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ein bisschen problematisch sein kann, dass auch viele Sachen gar nicht so mit, man merkt das nicht, das ist super subtil irgendwie eingebaut. Und wie gesagt, wenn der oder die Autorin, der Autor oder die Autorin das nicht irgendwo kundtut, dass das jetzt, dann hat man so das Gefühl, ist es so, ist es nicht so. Das hatte ich übrigens bei von Hermann Koch angerichtet. Von Hermann Koch angerichtet. Da ging es mir genauso. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, ein niederländischer, belgischer Schriftsteller, weiß ich gerade nicht mehr genau, ich glaube niederländisch. Auch schon was älter. Und der behandelt halt auch immer so Themen, wo man so ganz leicht denkt, okay, ist er jetzt rechts oder ist das eine Kritik am Rechtssein? Das ist natürlich auch so eine Sache. Das und er kommt halt damit nicht hinterm Berg hervor. Deswegen weiß es weiterhin keiner so nach dem Motto, wie er da speziell zu steht. Er spricht halt immer wieder solche Verhaltensfragen und Gewissensfragen halt an in die Richtung. Und wie gesagt, so ähnlich war es ja im Grunde bei Felida auch, dass da halt von hinten durch die Brust ins Auge einige Katzen irgendwie besser waren als andere Katzen, ne? Eher so ein bisschen so die herrschende Rassekatzen und so weiter und die anderen so und so. Also das war ja auch so eine Abbildung sozusagen von der Welt, wie er sie irgendwie richtig fand oder wie auch immer. Also es war sehr subtil eigentlich. Man hat das theoretisch nicht unbedingt gemerkt, aber ich habe halt von ihm noch die Damals-Tür oder so heißt das, das hört sich voll spannend an, da geht es irgendwie um einen Mann, der seine Tochter verliert und dann kriegt er aber, zieht er in ein neues Haus oder so ein und dann ist da so eine Tür und die führt in die Vergangenheit, eben bevor seine Tochter gestorben ist und dann kann er sie eventuell noch retten, das ist auch verfilmt worden, tatsächlich auch, und noch irgendein anderes, der eine war stumm, der andere ist ein Blinder oder irgendwie sowas heißt das, glaube ich. Und die hörten sich halt beide gut an, deswegen, ich bin da überhaupt nicht konsequent. Ich werde das auch lesen, weil ich die, wie gesagt, schon habe, besitze. Ja. Aber ja, so richtig geil fühlt sich's nicht an und ich werde auch einfach mal sehr, sehr genau darauf achten, ob da irgendwas versteckt ist sozusagen, was so ein bisschen infiltrieren soll. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht, ich kenne auch welche, jedenfalls habe ich das irgendwie mal gelesen, dass irgendjemand auch seine ganzen Attila Hildmann, ich glaube es war sogar aus unserem Forum irgendwie, die ganzen Bücher weggeschmissen hätte. Oh. Und ich dachte, nee, so radikal bin ich dann halt doch nicht, weil wenn ich sie dann gehabt hätte und es sind Kochbücher, die kann man immer wieder verwenden, warum, also der hat ja nichts davon. Also der kriegt das ja nicht mit. Das Geld ist schon über die Ladentheke gegangen. Ich denke, nee, also ne, man kann das ja dann einfach so machen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einfach nicht so und boykottiere ihn dadurch einfach. Stimmt. Aber warum soll ich die jetzt wegwerfen? Also ja, klar, auch wenn mich der Auto total enttäuscht hat, aber weiß ich nicht. Ja. Also, wenn die Rezepte gut sind, ja, ist halt immer schwierig, ne? Trennt man Werk vom Auto oder nicht? Also es ist wirklich, finde ich, eine große, große Frage eigentlich. So, die nächste Frage auf dem Tag ist, ein Autor oder eine Autorin, von dem oder der du schon einige Bücher gelesen hast und gemerkt hast, dass seine oder ihre Bücher einfach nichts für dich sind. Und wer war das für dich? Ach ja, also ganz oben ist es bei mir Sebastian Fitzek. Es tut mir total leid, weil ich ihn eigentlich auch so gerne mag und ich auch die ersten Bücher richtig gut fand und es einfach mit der Zeit schlechter wurde. Mhm. Und ich auch mittlerweile überlege, ob ich die nächsten dann auch wirklich noch lesen soll. Auch schon beim letzten habe ich es überlegt und ich habe es dann doch das letzte habe ich nicht gelesen, das war das davor. Mhm. Und da war es dann schon wieder ein bisschen besser und er bringt ja jetzt gerade wieder Neues raus, ich glaube die Playlist oder so heißt das. Und eigentlich klingt das total interessant und ich denke, eigentlich wäre es ja total mein Genre, es ist total mein Ding und es wird immer von Simon Jäger gelesen, den ich auch total liebe. Also, aber er hat leider das Problem, dass er Sachen überrecherchiert irgendwie, beziehungsweise man darf ihn das ja nicht irgendwie unterstellen, dass er nicht irgendwie gut recherchieren wird oder so, sondern das macht er total super, aber er recherchiert dann nicht nur für ein Thema, sondern für x Themen und versucht dann x Themen in ein Buch zu packen und es ist einfach viel zu viel und er will dann auch alles, was er irgendwie recherchiert hat, auch in dieses Buch dann, dass man das wiederfindet. Ja. Und ich denke, aber ich möchte ja jetzt kein Sachbuch über eine bestimmte Eigenschaft irgendwie lesen. Ja. Es ist toll, dass du das alles recherchiert hast, aber das
brauchst du für dich. Das musst du jetzt nicht nochmal dem Leser irgendwie aufs Butterbrot schmieren. Das stimmt, ja. Und deswegen ist er nicht so mein Favorit leider. Und dann halt noch eine Wendung, noch eine Wendung. Also, ja. Ja, das stimmt. Und dann habe ich noch Thomas Finn. Mhm. Das liegt daran, ich hatte Darkwoods gelesen und Lost Souls. Mhm. Schon bei Lost Souls wusste ich nicht, ob ich das lesen sollte, weil ich Darkwoods schon so nicht gut fand. Mhm. Und das liegt eigentlich nur daran, weil ich Sprachlicht einfach unglaublich schlecht finde. Das tut mir total leid, aber ich finde... Ich kenne ihn gar nicht. Ja, es ist so ein Krimi, nee, ja. Thriller-Autor. Aber ich hatte das Gefühl, eher so für Jugend-Thriller. Okay, hatte ich das Gefühl, vielleicht unterstelle ich das, aber es lag einfach an dieser leichten Sprache oder dass es einfach sprachlich nicht gut war. Ja. Und das hat mich teilweise echt aufgeregt, weil ich das Gefühl hatte, dass es einfach grammatikalisch und so fand ich das echt schlecht für ein Autor. Also ich will ihm jetzt da nicht... Ich weiß nur, dass auf jeden Fall jetzt ein neues Buch, Bermuda, kam jetzt irgendwie raus. Mhm. Und ich dachte, ja, es sieht immer vom Cover toll aus. Und dann las ich so, welche Autor? Und dachte ich, nee, dann eher nicht. Also selbst... es tut mir dann leid, aber ich weiß, dass ich da ein Problem mit hatte. Mhm. Und dass es mich dann irgendwie... Wenn mich schon sprachlich dann irgendwie was aufregt, wo ich denke, ja, das ist ja seichte Unterhaltung eigentlich. Warum sollte mich das jetzt irgendwie aufregen? Ja. Nee, dann lasse ich das lieber wahrscheinlich. Ja, und etwas... Was ich jetzt gar nicht so, weil ich glaube, du magst den Autor total gerne. Das ist Ben Aronovich. Raus. Nein, kleiner Scherz. Alles gut. Nein, ich habe die ersten paar Bände von dieser einen Reihe da gelesen. Mhm. Wie heißt die nochmal gleich? Flüsse von London. Genau. Der hat auch nichts anderes gemacht. Ja, die ersten irgendwie zwei oder drei habe ich gelesen und fand sie auch eigentlich gut. Aber ich hatte das Gefühl, er hängt mich ab, weil der Schreibstil irgendwie zu schnell ist. Und ich habe das Gefühl, er bleibt nicht lange bei einem Thema, sondern springt so ganz doll. Mhm. Und ich dann teilweise auch zurückgeblättert habe oder halt zurückgespult habe, weil ich es als Hörbuch gehört habe. Und nochmal nachhören musste, hat er das jetzt wirklich, also habe ich was verpasst oder weil ich mal das Gefühl hatte, ich komme nicht mit und das finde ich ganz seltsam, weil eigentlich das ja total mein Genre ist und dachte ich bin doch gar nicht, so Fantasy und Krimi passt ja eigentlich total super zusammen. Mhm. Nee, ich komme da irgendwie nicht mit. Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich kenne etliche, die Reihe auch nicht gerne mögen und ich muss auch sagen, ich hatte so ein paar Bände, wo ich gedacht habe, okay, ja, war okay, aber auch nicht mehr. Also alleine das Thema mit den Flüssen, das muss einen schon ein bisschen catchen, weil es wurde ja immer angepriesen als irgendwie Harry Potter in der Londoner Polizei, so nach dem Motto. Das fand ich auch spannend, um ehrlich zu sein. Aber ich finde das gar nicht so. Also nur weil er irgendwie Zaubererlehrling quasi ist. Nee, er ist es nicht, genau. Aber das Thema fand ich eigentlich gut. Ja. Deswegen manche Krimi und Fantasy finde ich super. Ja. Aber ich fand, es kamen einfach zu viele Namen irgendwann vor. Ja. Zu viele Orte, auch über die Bücher dann hinweg. Dass dann auch irgendwas erwähnt wurde, wo ich dann dachte, wer war denn das jetzt nochmal? Und du gar keine Ahnung. Es wird aber auch nicht mehr erklärt. Ja, also ich habe immer das Gefühl, ich müsste die jetzt kennen. Wo ich denke, ja, der Autor, natürlich, der kennt seine Welt. Der ist da voll drin und schreibt dann über irgendwelche Leute, die irgendwie am Anfang des Buches irgendwann mal vorkamen. Mhm. Und ich denke, ja, nee, also vor allem, er tut so, als müsste man es wissen. Und ich weiß es nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ja, man müsste da irgendwie Tagebuch dann für noch mitschreiben, wer es wäre. Und nee, da war ich dann raus. Er schreibt manchmal auch sehr so, als wäre es schon ein Film. Also, genau, so war es. Ja, als wäre auch immer vorgespult worden. Sehr rasant um hier. Und da komme ich nicht mit. Deswegen kann ich nachvollziehen. Bin ich da völlig raus, in Ordnung. Ja, bei mir ist es Kai Meier. Ich habe es versucht und versucht. Also ich habe tatsächlich die gesamte Arkadien-Reihe gelesen. Fand ich grottig. Wirklich einfach grottig. Also es fängt ja an mit Arkadien erwacht und da geht es ja um quasi Romeo und Julia in der italienischen Mafia, in der Jetztzeit, aber mit Fantasy-Element, wo es irgendwie um Gestaltwandlung geht und es war dermaßen hohl. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Da waren Logiklöcher drin, noch und nöcher. Es war auf viel Action ausgelegt, aber keine richtige Substanz irgendwie drin und und das ist eigentlich bei jedem Buch, was ich bisher von ihm gelesen habe, ist es irgendwie total auf Action aus. Und manchmal fehlt einfach so dieses Hintergrundkonstrukt. Und es gefällt mir einfach nicht. Also sein Schreibstil und so weiter. Eigentlich wollte ich vielleicht ganz gerne noch die Seiten der Welt irgendwann mal lesen. Ja. Aber ich weiß nicht, weil ich habe das komplett durchgelesen und die Alchemistin gehört, fand es genauso scheiße. Also es ist wirklich überhaupt nicht meins. Ich weiß auch nicht, ich komme irgendwie nicht rein bei ihm. Ich kann das verstehen. Ich glaube, bei Arkadien, das fand ich früher, als ich sehr jung war. Das war so eine der ersten Fantasy-Reihen, das stimmt nicht, aber schon so eine, da war ich relativ jung, als ich es gelesen habe, als es, glaube ich, gerade rauskam oder so. Ja, und ja, da mochte ich das. Mhm. Und das ist halt so etwas, was ich vorhin meinte, wenn ich die jetzt nochmal lesen würde, würden die mir wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr gefallen. Aber da
damals. Mhm. Ich glaube, das liegt auch an dem Alter und vielleicht, wie man einfach gerade im Leben so steht. Und ja, ich glaube, mittlerweile würde ich da ganz, ganz viel drin kritisieren, was ich damals eigentlich locker, leicht und irgendwie nett fand. So. Ja. Und ja. Die Seiten der Welt, das erste Buch hatte ich auch gelesen. Mhm. Hat mich aber nicht so gecatcht, dass ich sagen muss, ich lese jetzt das Zweite. Ja, also ich, ja, fand, ja, ich fand die Welt schön, also die Settings, die er aufbaut, finde ich eigentlich immer gut. Mhm. Auch die Idee natürlich mit der Bücherwelt war super. Ja, ja, Aber einfach die Umsetzung hat mir dann im Endeffekt auch nicht gefallen. Also ich konnte mich da nicht mit den Leuten so identifizieren, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja, das ist, ja, ich kann es nachvollziehen. Also ich sag mal so, nachdem man 4 Bücher gelesen hat, ich habe dann den Rest erstmal vom Sub entsorgt. Ich glaube, ich hatte noch irgendwie 1-2 Hörbücher oder so, und tatsächlich sogar noch von ihm. Tue ich mir nicht mehr an. Also ich fand es einfach nur hohl an einigen Stellen und irgendwie nicht gut durchdacht, keine Ahnung. Ja. Hat mir nicht so gut gefallen. Und dann muss ich sagen, könnte eventuell noch Melanie Rabe dort demnächst leider Gottes auf der Liste landen. Also es tut mir auch immer total leid, auch bei Kai Meier, da waren wir ja sogar auf einer Lesung mal hier, tatsächlich auch in diesem Café. Und, so ein Sci-Fi-Roman war das ja, so ein Sci-Fi-Roman, aber das hörte sich auch alles gut an. Also es ist jetzt auch nicht schlecht geschrieben oder so, aber irgendwie ja, sagt es mir auf Dauer nicht so zu. Und bei Melanie Rabe, das ist auch so eine nette, ich habe die auch schon in so Podcasts und so schon sprechen hören, total toll. Und auch Kai Meier war ja super unterhaltsam und total, total nett und so weiter. Also, aber es ist einfach manchmal so. Also und bei Melanie Rabe liegt es, glaube ich, so ein bisschen am Schreibstil. Mhm. Irgendwie, also ich habe jetzt zum Beispiel neulich angefangen, Die Falle zu hören. Ja. Und da geht es um eine Frau, die sich nicht mehr aus ihrer Wohnung raustraut, genau, seit x Jahren, ich glaube 10 Jahren oder so, weil sie mal gesehen hat, wie ihre Schwester ermordet wurde und wie der Mörder dann geflüchtet ist. Und der hatte sie erst noch auch gesehen und so weiter. Also der weiß, wie sie aussieht. Und irgendwie hat sie dann so eine Angst bekommen, dass sie jetzt für immer zu Hause bleibt. Und ehrlich gesagt kann ich das nicht so richtig nachvollziehen. Also ich weiß, sowas existiert. Es gibt Menschen, die dieses Problem haben. Aber das hat sie mir in den ersten paar Kapiteln auch überhaupt nicht nahegebracht. Also da braucht man ja schon irgendwie so ein bisschen Einführung und dass das irgendwie nett oder gut erklärt wird, sage ich jetzt mal, oder wie auch immer. Aber das habe ich irgendwie gar nicht gehabt. Ich fand irgendwie vom Erzählstil ganz komisch bisher. Also vielleicht überzeugt es mich noch. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterhören. Es ist eins von meinen 21 für 21 Bücher. Aber wenn das nichts ist, ich habe schon mal was anderes von ihr gehört, das fand ich auch nicht toll, dann lasse ich es, glaube ich, bleiben. Also ich fand Die Falle sogar besser als zum Beispiel Die Wälder. Das hatte ich auch noch dann. Und ich muss ehrlich sagen, ja, also ich kann es dann nachvollziehen, weil wie gesagt, Wälder hat mir überhaupt nicht, was heißt nicht, überhaupt nicht gefallen, aber war auf jeden Fall kein Highlight und Die Falle fand ich doch deutlich besser. Also es wurde auf jeden Fall mit der Zeit besser, also vielleicht halt nochmal durch. Ich glaube, ich habe die Wahrheit gehört, da ging es irgendwie um eine Frau, die ihren Mann, der Mann war irgendwie eine Geisel im Regenwald für so und so viele tausend Jahre und dann kam der irgendwie zurück, also dann haben sie ihn wiedergefunden. Ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Ja, das ist schon ein bisschen länger. Das fand ich echt scheiße. Das fand ich auch nicht gut. Ja, also. Also die Falle fand ich besser, aber. Ja, okay. Na. Frage 5 angeblich erst. Und die kommt mir schon mehr vor. Ein Genre, das dich einfach so überhaupt nicht interessiert und oder wo du einfach nicht reingekommen bist. Was sind deine Hassgenres? Das ist ganz schön viel, leider. Fällt mir auf. Also es sind unter anderem Biografien, was einfach da drin liegt. Ja, ich weiß nicht, es interessiert mich tatsächlich das Leben von den meisten Leuten nicht. auch wenn das irgendwie eine große Berühmtheit ist, der irgendwie wichtig für die Welt war und wo ich mir denke, ja, ich kann über den viel lesen, aber halt meistens auch die Autobiografien. Mhm. Ich weiß nicht, ich will mir halt irgendwie Unterhaltung und halt irgendwie eine fiktive Geschichte und in meiner Freizeit lesen und da bin ich dann irgendwie raus. Mhm. Genauso wie Sachbücher, kommt natürlich auf das Thema drauf an, aber grundsätzlich die meisten Sachbücher sind mir dann doch zu trocken. Mhm. Klassiker hatten wir ja vorhin schon. Ja. Genauso wie Belletristik und Liebesromane, da bin ich eigentlich auch komplett raus. Mhm. Und alles, was da drunter fällt, also irgendwelche erotischen Chick-Lit und teilweise allerdings auch historische Romane, wobei ich die nicht komplett ausklammern würde, weil wenn es zum Beispiel ein historischer Krimi ist, dann bin ich wieder dabei. Also historische Romane, wenn halt die Story cool ist und das irgendwie ins Setting passt, finde ich das super, aber die meisten historischen Romane sind auch meistens Liebesromane, habe ich jedenfalls das Gefühl. Ja. Oder zumindest auch immer so ein bisschen Schema F, ne? Also so nach dem Motto, eine Frau macht ihren Weg als irgendwie... Ja, oder Familienroman oder so. Ja. Also da bin ich... Mag ich ganz gerne. Ja, nee, also das sind so Themen, die sind mir dann doch zu
ja nicht zu flach, aber einfach zu, ich kann mich da teilweise nicht reindenken oder reinleben und ich fühle das dann auch nicht so, wie es ist. Genauso mit den Liebesromanen, das ist mir meistens viel zu kitschig, viel zu, meistens ist dann irgendwie so Highschool-Zeug und dann vor allem dieses On-Off, das bin ich halt einfach nicht. Also ich bin mit meinem Mann halt jetzt einfach 17 Jahre zusammen und das ist dann einfach nicht meine Welt, da bin ich komplett raus. Ja. Ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie, ja, nicht so festgefahren wäre in seinem, oder nicht so mit beiden Beinen irgendwie auf dem Boden stehen würde in seinem Leben, dann ist es vielleicht eher was für einen, weil man sich da reindenken kann oder dass auch Themen sind, die einen irgendwie beschäftigen, aber es sind halt überhaupt nicht Themen, die mich beschäftigen, deswegen bin ich da raus. Ja, okay. Das ist völlig legitim. Also ich habe tatsächlich auch Sachbücher aufgeschrieben. Ich habe irgendwann mal die App Storygraph installiert. Vielleicht auch für dich ganz spannend. Okay. Andererseits, du bist, glaube ich, bei Goodreads nicht, ne? Nee, da bin ich nicht. Nee. Also das ist quasi eine Frau, die Bücher verliebt ist und die hat das entwickelt, weil sie irgendwie, die war auch mal in so einer Podcast-Folge, da kenne ich so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Die hat auf jeden Fall immer viel mit so Excel zu tun, mit IT, mit irgendwie Daten und keine Ahnung was. Und dann hat sie sich quasi gedacht, okay, eigentlich wäre es doch ganz cool, wenn man mal den nächsten tollen Lesegenuss sozusagen für sich durch die Technik vorhersagen lassen kann. Ach, so ein cool. Ja, und das funktioniert dann so, dass du quasi die Goodreads-Bibliothek, kannst du dir exportieren lassen als CSV. Ja, okay. Die wird dann quasi hochgeladen bei denen und dann, ich kann dir nachher mal zeigen, wie das genau aussieht, die Bücher, die dann da drin sind, wurden von anderen Mitgliedern quasi getaggt, zum Beispiel irgendwie emotional, spannend, adventurous und so, also ist alles auf Englisch und auch wie viele Seiten sind es, ist es unter 300 Seiten, über 300 Seiten und wie schnell ist die Erzählweise, ist es ganz langsame Erzählweise, ist es eine total schnelle, getriebene Erzählweise und oder Medium so. Und so verschiedene Kategorien und Kriterien, die man da anwenden kann und wenn man dann halt, ich habe jetzt Bock auf was irgendwie Liebesroman ist oder lustig ist oder so, dann klickt man da drauf und kann dann halt innerhalb seines Subregals sehen, was fällt denn in diese Kategorie. Ach, das ist ja richtig cool. Fand ich eigentlich ganz nice. Da müsste ich natürlich jetzt erstmal ganz viele Bücher nachtragen, weil Goodreads und muss ich dann. Ja. Aber also grundsätzlich habe ich manchmal auch gedacht, ich würde jetzt gerne mal auch einfach würfeln, so nach dem Motto. Ja, dass man einfach sagt, ich habe einfach so viele Bücher zur Auswahl. Ja. Also unsere Challenges helfen da schon extrem in unserem Forum. Ja. Aber auch irgendwas, dass ich einfach sage, so quasi blind, dass mir jetzt irgendwie random was vorgeschlagen wird, das solltest du jetzt gerade lesen, weil ich glaube, sowas macht es, glaube ich, gar nicht unbedingt. Aber weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Wenn du sagst, es ist random, weil du sagst, du möchtest einfach nur was Lustiges. Also es filtert lesen. Quasi die Sachen und dann kannst du natürlich selber nochmal drüber gucken, was von denen spricht dich jetzt vielleicht an oder so. Ich weiß gerade gar nicht, ob es so eine richtige Random-Funktion kann auch sein. Also es muss ja nicht komplett random, sondern es reicht ja schon, wenn man einfach sagt, ich möchte gerne aus der und der Kategorie, aus dem und dem Genre, weil ich habe irgendwie jetzt gerade Lust, so wie du meinst vorhin, du möchtest ganz gerne einen Liebesroman lesen. Sie sagt, ich hätte ganz gerne jetzt irgendwie Sci-Fi und es soll am besten spannend sein. Ja. Schnell erzählt. Ja, genau. Und deswegen komme ich da drauf. Dort hatte ich, wie gesagt, auch meine ganze Bibliothek und so reingehauen. Und da stand dann irgendwie so ein Tortendiagramm mit so einem winzigen Stück. Und das war irgendwie Sachbücher. Ja, okay. Das waren auch tatsächlich größtenteils Biografien. Also ich lese sehr, sehr selten Sachbücher. Weil, ne, wie gesagt, ich möchte eigentlich lieber auch wie du so ein bisschen der Realität entschweben und muss nicht unbedingt was dazulernen. Das finde ich oftmals ziemlich dröge und kann es eigentlich oftmals nur als Hörbuch so richtig das stimmt. Lesen, wenn ich mich jetzt wirklich hinsetzen würde und irgendwie, wieso verbesserst du Schnarch. Also ganz ehrlich, das ist nicht mein Fall. Genau, finde ich oft sehr zäh. Und ich muss sagen, ich habe mitgekriegt, dass Science Fiction auch tatsächlich von mir sehr unerschlossen ist. Also Hardcore Science Fiction. Okay. Also höchstens mal so ein bisschen Jugendbuch Sci-Fi. Ja. Das kriege ich schon mal hin. Aber den Großteil der Sci-Fi-Sachen, wenn man mal irgendwie auf nur Sci-Fi klickt, sozusagen, keine Ahnung, kenne ich nicht, sagt mir nichts, habe ich nie gelesen. Ja, also Jugend Sci-Fi, wir hatten jetzt gerade Aurora Erwacht zusammen gelesen. Also das hat das ja ist auch ja nur am. Das ist, ja. Also ich persönlich finde, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also wenn man auch hier mal durch die Sci-Fi-Abteilung geht, ich kenne die meisten Titel überhaupt gar nicht. Also dann eher Fantasy als Sci-Fi. Am besten wäre es, wenn man mal so die Highlights aus bestimmten Genres mal kriegt. Ja. So nach dem Motto, wenn du sonst überhaupt nicht Bock drauf hast, aber das Buch, zum Beispiel Der Medikus bei den historischen Romanen, möchte ich unbedingt gerne mal lesen, weil super, das soll super toll sein. Ist richtig gut. Auch wenn man vielleicht sonst nicht so viel historisch liest. Genauso wie die Päpstin oder so, das sind halt, die kann man, das muss man eigentlich mal so gelesen so Klassiker haben. Quasi sind wiederum. Wirklich gut, ne? Also kann ich nur empfehlen. Ja, und Mangas und Comics, die interessieren mich auch wenig. Also da habe ich
sehr, sehr selten irgendwas gelesen von. So Graphic Novels hast du aber ein paar. Also. Ja, aber eigentlich nur eine Reihe. Ja. Und eine andere Reihe angefangen von dem gleichen Erzähler. Ja, aber immerhin hast du dich in dieses Genre schon reingetraut. Ja, also. Okay, aber Comics und Mangas eigentlich gar nicht. Okay. Frage Nummer 6. Ein Buch auf deinem Sub, das du niemals lesen wirst, kann entweder gekauft sein und unhauled, also wieder raussortiert sozusagen, oder zum Beispiel ausgeliehen und ungelesen zurückgegeben. Hast du da was? Ich fand das voll die schwierige Frage. Ich habe da total viele tatsächlich, aber gerade dieses, wo du meintest, bekommen und dann wieder aussortiert, das mache ich ja immer. Also das mache ich ja mindestens einmal im Jahr, dass ich nochmal meinen Sub durchgucke und teilweise Sachen raussuche und denke, ja, jetzt ist es schon seit so und so vielen Jahren auf meinem Sub. Nee, ich werde das definitiv manchmal lesen, weil auch dein Lesegeschmack sich ja mit der Zeit ändert. Und ich manchmal, ich gebe denen meistens dann nochmal ein Jahr nochmal eine Chance, aber zwischen Weihnachten und Neujahr sortiere ich einfach immer rigoros aus. Ja. Und dann bringe ich die Sachen auch immer zur Aktion Buch, selbst wenn ich sie nicht gelesen habe. Okay. Weil ich einfach sage, das tut einem schon auch ein bisschen weh, aber mir, auch, oder? Das tut manchmal weh, aber andererseits denke ich, ja, wenn es einfach jetzt gerade überhaupt nicht mehr in mein Leben passt und ich denke, es nimmt dann ja auch nur noch Platz weg. Und irgendjemand freut sich bestimmt über die Bücher, dann gebe ich sie halt weg. Ja. Okay. Auch wenn es dann irgendwie Geschichten sind, die man dann weggibt und die niemals erfahren wird, aber dann ist es halt so. Ja, aber eins, was ich behalten wird, deswegen habe ich überlegt, was ist denn eigentlich eins, was ich behalte, aber wahrscheinlich trotzdem nicht lesen werde. Ja. Und da sind mir so ein paar eingefallen, unter anderem die Chronik von Azur, Der Verfluchte von Bernhard Henn. Was grundsätzlich ja eigentlich mein Genre wäre mit Fantasy, aber es interessiert mich aus unerfindlichen Gründen einfach überhaupt nicht. Ich habe es allerdings in so einem Buchpaket gewonnen. Ich meine, es ist auch schon jetzt also 2-3 Jahre muss es auf jeden Fall schon mindestens her sein. Und es war ein signiertes Exemplar. So. Und ich würde es halt nicht weggeben, einfach weil es signiert ist. Und ich glaube, sogar mein Name dann eben auch drinsteht. Ja. Also der Autor hat anscheinend herausgefunden, wer das Buch, also dieses Paket gewinnt und hat dann auch tatsächlich meinen Namen benutzt. Und dann will ich es auch nicht weggeben. Und vielleicht lese ich es ja doch nochmal irgendwann. Aber eigentlich ist es dann halt so High Fantasy, dass es dann mich dann doch wieder nicht so interessiert. Ja. Dann auch gleich eine Reihe wahrscheinlich. Es ist wieder eine Reihe, genau, es ist wieder irgendwie immerhin der erste Band von einer Reihe, aber ich glaube eher nicht, dass ich dazu kommen werde. Verstehe. Ja, aber kann ich auch nachvollziehen, warum man das dann vielleicht behalten möchte sozusagen. Ja, bei mir wäre das eventuell, also ich weiß es nicht, habe es noch nicht final entschlossen, aber ich habe Band 2, 3 und 0, also so ein bisschen die Vorgeschichte von James Dashners Maze Runner Trilogie. Ja. Da hatte ich den ersten Band als Hörbuch gehört. Das fand ich, glaube ich, damals nur so mittelmäßig. Also es war okay, aber jetzt hat mich nicht so gepackt, dass ich direkt irgendwie weitergelesen hätte. Und ich weiß jetzt auch kaum mehr was davon. Also da geht es ja irgendwie um so ganz mysteriös, um so Jungen, die ihr Gedächtnis verloren haben und die dann in der Mitte eines Labyrinths aufwachen und dort halt so eine Art Gesellschaft bilden. Mhm. Und keiner weiß eigentlich, warum sind die in der Mitte von diesem Labyrinth, weil in den Außenringen sozusagen lauern auch Ungeheuer und solche Sachen alles. Und sie kommen da halt nicht mehr von alleine raus. Und dann ist da irgendwie so der Protagonist wacht dann dort auch eben auf, muss erstmal klarkommen im Band 1 und zu Ende des Band 1 hin kommt eine Frau auf einmal in dieser Box transportiert. Genau, ja. Große Aufregung, oh mein Gott, ein Mädchen. und das ist noch, daran kann ich mich noch erinnern, an viel mehr allerdings nicht. Und ich weiß noch, ich habe den ersten Film auch tatsächlich geguckt und der erste Film war sehr abweichend vom Buch tatsächlich und ich fand das Buch deutlich besser. Ja. Aber auch das Buch fand ich nur so mittelmäßig. Ja. So, und deswegen, also ich, es könnte eine coole Reihe werden, aber wie gesagt, ich müsste Band 1 nochmal komplett lesen. Ich habe das alles nicht mehr auf der Pfanne und 2, 3 und dann noch 0. Also bin mir unsicher, ob ich das mache, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich es halt nur so lala fand eigentlich. Also es ist so ein vielleicht. Ja, so 0 habe ich gar nicht mehr mitbekommen, dass es sogar 0 gibt. Mhm. Ich weiß, also 1 bis 3 wurde ja auch verfilmt auf jeden Fall. Mhm. Bei 0 weiß ich das jetzt nicht. 1 hatte ich auch noch gelesen und ich meine sogar auch 2 und habe dann, ich glaube 3, tatsächlich nur noch den Film gesehen. Mhm. Einfach nur, um zu wissen, wie geht es denn jetzt eigentlich aus. Ja. Um ehrlich zu sein, hat es mich dann auch nicht mehr so richtig interessiert, weil es so ganz anders wurde als das erste Buch. Also das erste Buch fand ich irgendwie noch ganz gut, also jetzt auch nicht herausragend. Ganz coole Prämisse fand eigentlich. Fand ich grundsätzlich ganz cool und irgendwie auch, man will ja auch wissen, worum es geht, worum geht es jetzt, aber dann wurde es hinter mir zu abgedreht, wo ich dachte, also das ist jetzt einfach too much für das, was sie hinterher wollten. So. Ja, und ich dachte, Es ist ja manchmal so, ne, wenn das dann noch so aufgebläht wird oder irgendwie die Story sich ganz anders entwickelt, als man irgendwie gedacht hatte, dann schwierig. Also ich war da ganz froh, dass es verfilmt wurde, dass ich es dann geguckt habe. Man konnte es sich angucken. Ja.
Aber ja, die halt, Filme fand ich, also, gelesen hätte Nummer 1 habe ich nur geguckt. Ja, ja. Also gelesen hätte ich das den letzten Band wahrscheinlich nicht mehr. Also deswegen, es war echt gut erzählt, muss ich sagen, aber es war halt irgendwie so von der Handlung, so mittelmäßig. Und dann tatsächlich, ich habe ein Buch mal gekauft, als ich in Amsterdam im Urlaub war. Und das heißt The Lies of Loch Lomond von Scott Lynch. Das war eine Empfehlung der Mitarbeiter des Buchladens quasi. Habe ich mir auf Englisch gekauft. Das ist ein richtiger Klopper. Also der hat über 700 Seiten in der englischen Ausgabe. Und das ist halt nur Band 1. Kannst ja mal raten. Es gibt halt noch 6 weitere Bände. 6 weitere Bände. Also da bin ich mir auch ganz, ganz unsicher, weil es soll super gut sein. Es ist halt total klassisch Fantasy. Da geht es irgendwie um den Herr der Diebe, in Anführungsstrichen. Also um einen Jungen, der so ähnlich vielleicht auch wie bei Lieber Dugos Krähen. Ja, der halt so ein bisschen so ist der, ähnlich, ja. So ziemlich ähnlich, weil der halt irgendwie so ein Langfinger ist und sich so durchs Leben stiehlt und irgendwie in der Unterwelt und so weiter mit so anderen. Also man sieht Parallelen auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass es davon im Ronin Hörverlag den ersten Band als Hörbuch gibt, aber der Sprecher hat mich in der Hörprobe überhaupt nicht überzeugt. Das wäre vielleicht sonst nochmal eine Alternative, dass man zumindest irgendwie den Band, den man auch da im Regal stehen hat, auch noch mit als Hörbuch irgendwie hört. Vielleicht sortiere ich es aber auch echt aus, weil wie gesagt noch 6 weitere Bände danach noch und die sind alle nicht so wirklich dünn. Weiß ich nicht, ob ich dieses Commitment eingehen möchte. Ich habe es, glaube ich, sogar abgebrochen. Aha. Hast du es auf Deutsch dann aber gehört? Ja, auf Deutsch und tatsächlich das Hörbuch, von dem du gerade gesprochen hast. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass ich es abgebrochen habe. Mhm. Was ich ja eigentlich gar nicht so häufig mache, aber und das ja auch total mein Genre wäre. Mhm. Aber ich glaube, es war mir auch zu... Ja, ich weiß nicht, was mich daran gestört hat. Das muss auch echt schon lange her sein. Aber es war so ziemlich gehypt worden irgendwie, jedenfalls so in dem Genrebereich. Ja. Ja, und sollte halt ein bisschen anders sein. Und ich wollte halt unbedingt ein Buch lesen, weil ich ja so der Name des Windes geschädigt war und ich eigentlich das total super fand. Und ich wollte einfach wieder einen Protagonist und keine Protagonistin haben, weil ich finde, mittlerweile gibt es einfach deutlich mehr Bücher in dem Bereich mit einer Protagonistin. Mhm. Und ich wollte einfach mal wieder aus einer anderen Sicht das irgendwie lesen. Und ja, deswegen habe ich dazu gegriffen, es sollte halt toll sein und irgendwie hat es mich überhaupt nicht gecatcht. Ja. Und ich glaube, es ist eins von den Büchern, was ich abgebrochen hatte. Also ich kann mich, das ist schon wieder so lange her, dass ich mich kaum daran erinnern kann, aber es war definitiv kein Favorit von mir. Mhm. Gut zu wissen. Frage 7. Eine Reihe, die du nicht lesen möchtest oder die du angefangen hast und nicht beenden wirst? Hätte ich ja gerade die jetzt eben schon sagen können. Nee. Eigentlich schon, ja. Wie vorhin schon angesprochen, das Reich der 7 Höfe-Reihe von Sarah J. Maas. Da hatte ich ja vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt, weil erster Band, ich glaube, den habe ich sogar noch durchgelesen. Und dann dachte ich, nee. Also ich hatte den zweiten sogar schon gekauft, weil es einfach so gehypt war. Das war auch so schöne Cover. Der hat auch wunderschöne Cover, wo ich dachte, nee, tut mir leid. Also der erste war wirklich so schön und das Biest-mäßig und einfach nicht mein. Also das ist nicht meine Welt und einfach auch nicht vielleicht dieses Frauenbild. Ein bisschen vielleicht zu kitschig auch das und es passierte auch eine ganze Zeit lang einfach nichts, wenn es wirklich noch einen coolen Spannungsbogen gehabt hätte, aber es war einfach nicht meins. Und vielleicht war es auch wieder zu viel Liebe und einfach dieses Frauenbild, was ich nicht mag. Mhm. Ja, einfach alles zusammen wahrscheinlich. Ja. Und die Chroniken der Unterweltreihe von Cassandra Clare. Oh nein. Richtig böse. Die wollte ich dieses Jahr noch anfangen. Okay. Ich habe den ersten Band gelesen. Also ich muss nur sagen, ich finde andere Bücher von ihr richtig gut. Zum Beispiel diese Clockwork-Reihe. Mhm. Die hat ja auch nur 3 Bände und die habe ich verschlungen. Die fand ich richtig gut. Ist das nicht auch eine Art Ableger dann davon? Also behandelt sich irgendein Charakter aus der anderen Reihe? Ich glaube, die Clockwork ist eine tatsächlich eine Ablegereihe von der Chronik der Unterwelt, bin ich der Meinung. Aber ich habe die halt davon gelesen, weil mich die irgendwie mehr angesprochen hat, weil so Steampunk-mäßig war. Und das fand ich irgendwie cool. Mochte ich irgendwie immer, hat so einen gewissen Reiz irgendwie für mich. Ja, und fand ich cool. So, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt fange ich die andere Reihe auch noch an, habe den ersten Band gelesen und irgendwie haben mich die Charaktere nicht gecatcht. Es tut mir total leid, aber ich glaube, hätte ich davon lebt das aber, glaube ich, auch. Vielleicht, wenn ich es andersrum gelesen hätte, weiß ich nicht. Mhm. Vielleicht dann, aber ich fand das andere halt so viel besser irgendwie. Und ich glaube, ich habe es zu spät gelesen. Mhm. Hätte ich das irgendwie in meiner Jugend gelesen, hätte ich es, glaube ich, richtig gut gefunden. Okay, ja. Und dann, was man nicht tun darf, dann habe ich mir nochmal den Film angeguckt davon. Mhm. Den fand ich richtig, richtig schlecht.
Und das war doch der mit hier Miss Augenbraue, wie heißt du noch? Die Tochter von Phil Collins, glaube ich. Gott, ne? Ich weiß oder? Nicht, wer damit. Nee, ich weiß nicht, wer da gespielt hat. Ich hatte schon. Irgendwie die ganzen Schauspieler, glaube ich, gar nicht. Ich fand den aber richtig billig gemacht. Also ich fand den ganz, ganz schlimm. Ja, der war schlecht. Und da merkt man schon, dass Boris 3000 mal besser ist. Also bestimmt, vielleicht könnte mich die Reihe doch noch catchen. Aber wie gesagt, ich habe nach dem ersten Band habe ich nicht mehr zu dem zweiten gegriffen. Und ich weiß ja, dass das die Reihe so gehypt wurde und die das total geliebt wurde. Ja. Und irgendwie dachte ich so, ja, warum gefällt mir das denn jetzt plötzlich nicht? Ich habe dann auch so ein bisschen an mir gezweifelt. Vielleicht gebe ich dir nochmal Chance, aber das ist wie bei dir. Ich müsste dann den ersten Band wieder lesen. Ja, weil ich das sind eigentlich auch richtige Klopper. Und da hilft leider auch nicht, den Film anzugucken, weil der einfach schlecht wird. Also ich gucke ihn nicht nochmal, definitiv. Und das heißt, ich müsste den ersten Band nochmal und ich komme da nicht rein. Da gab es auch mal eine Fernsehserie zu. Das kann auch sein. Aber ich glaube, ich komme da nicht mehr rein. Und ja, ich... Und das nur, um den Versuch zu starten, ob es mir doch noch gefällt, ist es mir, glaube ich, den Aufwand nicht wert. Also, das ist Quatsch. Da bin ich raus. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich erhoffe mir davon schon, dass das so ein bisschen so dieses Heist-Thema hat. Also dieses viele coole Charaktere, die irgendwie cool miteinander interagieren. Genau. So ein bisschen so klickenmäßig. Ja. Und das erhoffe ich mir da schon von. Also ich... Mal gucken. Ja, ich werde es mal auf mich wirken lassen. Genau, lass mich da mal wissen, wie es dir gefällt. Ja, und vielleicht gefällt es dir ja viel besser als mir. Mhm. Ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Wenn nicht, dann ist halt noch eine weitere Reihe weg vom Sub, ne? So ist es halt. Ja, bei mir ist das Der dunkle Turm von Stephen King. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich wahnsinnig viel von Stephen King gelesen habe. Das war auch so in der Oberstufenzeit ungefähr. Da habe ich mir auch, weiß ich noch, war ich in der Bibliothek angemeldet und habe dann auch eben die ersten vier Bände von diesem von dieser Reihe ausgeliehen und gelesen, auch damals mit meinem damaligen Freund. Der fand die auch super toll. Und irgendwie, die werde ich nie im Leben beenden, werde ich einfach nicht. Also das, erstens, da haben wir uns heute schon mal drüber unterhalten, Stephen King ist halt so sehr detailliert immer und der, eigentlich müsste man dem mal sagen, okay, kürz mal deine Sachen, aber das traut sich, glaube ich, jetzt auch keiner mehr. Ich glaube, der lässt sich auch nicht reinreden. Glaube ich auch nicht unbedingt, nee, aber auf jeden Fall, das war so ein bisschen crazy, da ging es irgendwie um so einen Revolvermann, also es hatte halt auch starke Fantasy-Elemente mit dabei, da ging es irgendwie um so eine Art Revolvermann, der mit anderen Leuten, die irgendwie auch auserwählt waren, irgendwas verhindern sollte oder irgendwie so ein Quatsch. Und ich kann mich noch ganz, ganz deutlich dran erinnern, das war wirklich eine richtig ekelhafte und gute Szene. Da war er an so einem Strand aufgewacht und konnte sich irgendwie nicht mehr richtig bewegen und dann waren da so komische Krebs und die sind auf ihn zugekrabbelt und haben ihn halt aufgefressen. Also wirklich auch Teile, also Finger waren dann hinterher weg und sowas. Also so, da hat man gemerkt, okay, es ist Stephen King. Es ist auch eine sehr dunkle Reihe schlussendlich auch und ja, aber ich, nee. Also ich weiß jetzt schon nicht mehr, merkt man ja, kann ich wirklich erklären, worum es ging und werde ich nicht beenden. Ja. Und dann habe ich einmal was angefangen, das fand ich auch da wieder, wenn ich vielleicht jünger gewesen wäre, hätte es mich vielleicht mehr gepackt, aber vielleicht auch nicht, weil ich fand es einfach schlecht geschrieben tatsächlich. Die Hourglass-Reihe von Mira McIntyre ist halt wie gesagt eine Jugendbuchreihe, wo es um, ich glaube, eine Zeitreise oder sowas geht. Mhm. Und ich weiß noch, da war es zwar irgendwie so, dass sie runtergekommen, also sie wohnte bei ihrem Bruder, der Bruder war deutlich älter, die Eltern waren gestorben und sie wohnte irgendwie bei diesem Bruder und sie ist irgendwie die Auserwählte und bla 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 und dann hat sie, da war irgendwie noch so eine Szene, wo sie beschrieben wurde, dass der Bruder irgendwie so voll seriös war und dann halt die Krawatte rumgeklappt hat und sein Müsli aber dann gegessen hat, also irgendwelche Billo-Pops und irgendwie so Kram irgendwie und das war alles so richtig, die war einfach nur dumm. Das war so eine richtig naive Protagonistin irgendwie, wo ich gedacht habe, boah, ey, komm doch mal da drauf, das ist die Auflösung ist vor deiner Nase und du schnallst es irgendwie nicht, also das war einfach, es hat mich auch überhaupt nicht interessiert, ob sie jetzt irgendwas schafft oder nicht schafft, also ich habe überhaupt nicht mehr mitgefiebert mit ihr, weil ich sie als Person irgendwie so doof fand. Ja. Also auch nicht, also das werde ich definitiv auch nicht weiterlesen. Und die letzte Frage, eine Neuerscheinung, die du nicht lesen möchtest. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, da gibt es eigentlich eine Menge Neuerscheinungen, die ich nicht lesen muss, was natürlich einfach an den Genres liegt. Ich kann ja jetzt nicht irgendwie was nennen, was komplett fern von meinem Genre ist, wo man denkt, naja, das hättest du ja sowieso nicht gelesen. Also, wir können ja jetzt ja jeden Liebesroman, der neu rauskommt, erwähnen. Klar. Ich dachte, ja gut, wahrscheinlich eher sowas wie Blood and Ash, Liebe kennt keine Grenzen von Jennifer L. Armentrout. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich ein Fantasy-Roman ist, aber ich hatte das irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie auch in die Richtung geht. Also es ist jetzt kein nur Liebe, auch wenn da wieder Liebe drin vorkommt. Ich glaube, es war eher so vom Setting wieder auch wieder irgendwie was Fantasy-mäßig, weil sie ja eigentlich eher aus der Fantasy-Welt kommt. Ja. Aber es war auch immer sehr viel Liebe immer dabei. Also das ist ja einfach so Twilight 2.0 teilweise, mit Obsidian und diese ganze Reihe. Und
da bin ich rausgewachsen, muss ich sagen. Also ich hab früher gerne mal diese Obsidian-Reihe von ihr gelesen. Und auch so hatte sie ja noch eine mit, was war das, mit Göttern, noch so eine Reihe gehabt, die ich irgendwie auch ganz nett fand. Mhm. Ich glaube Elements oder wie auch immer das hieß. Mhm. Aber sie kriegt mich nicht mehr. Also, weil es auch irgendwie immer das Gleiche ist. Es ist tatsächlich immer das Gleiche. Es ist immer irgendwie Fantasy plus Liebe. Und wie gesagt, ich bin ja kein Fan von Liebesromanen. Deswegen ist es vielleicht doch ein bisschen eine Genresache. Ja. Aber eigentlich ist es ja vom Fantasy her ja mein Genre. Und habe ich dann immer das Gefühl, ja, es ist Young Adult teilweise, dann ist es wieder Fantasy, dann, aber der Mix passt bei mir nicht. Und wie gesagt, das ist auch teilweise immer dieses Frauenbild eben, was mir nicht gefällt. Und das kriegt sie eben auch hin. Also das ist bei ihr leider auch ganz genauso. Ja, da würde ich nicht zugreifen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir waren noch mal auf einer Lesung zusammen von ihr und ich hatte und habe auch bisher noch gar kein Buch von ihr gelesen. Und sie hat halt aus mehreren Reihen so Szenen vorgelesen und irgendwie war das komplett die gleiche Szene, ohne Witz. Der Typ drückt sie irgendwie gegen die Wand und das ist so sexy und aufregend und keine Ahnung. Und da habe ich mir auch schon so gedacht, nee, das ist nichts für mich. Ja, nee, das... Also obwohl die eine Reihe, die sie dort promotet hatte oder vorgestellt hatte, die hat mir eigentlich ganz zugesagt, weil das war so eine Krimi-Reihe mit so einem Typen, der bei der Polizei war und sie ist irgendwie ein Opfer gewesen und irgendwie sowas. Das fand ich schon grundsätzlich interessant, aber irgendwie so alleine davon, dass sie das irgendwie vorgeht. Und das war wirklich so 0815. Ja. Ich fand es überhaupt nicht schön. Es hatte manchmal so ein bisschen Groschenroman-mäßig irgendwie schon. Groschenroman plus Fantasy irgendwie. Und ich finde es mal so schade, dass dann die Charaktere gar nicht wirklich greifbar werden. Also der Typ ist einfach heiß. Ja, Punkt. Genau. Mehr ist er nicht. Also der ist halt dumm wie ein Stück Feldweg. Also und das Mädel ist dann halt auch irgendwie nicht... also die sind alle austauschbar. Ja. So. Sie selber hat irgendwie mit sich selber... Probleme, also das heißt, sie ist vielleicht total unsicher und eigentlich denkt, sie ist auch gar nicht hübsch, aber eigentlich ist sie wahrscheinlich total hübsch. Die Bombe. Und man denkt so, ja, boah, das ist halt immer das Gleiche. Du kannst die Charaktere eigentlich genauso übernehmen fürs nächste Buch und das finde ich halt super schade, deswegen bin ich da raus. Mhm. Und ich hatte jetzt aufgeschrieben noch Sebastian Fitzek und dann, ich glaube, es ist kein Thriller, wie heißt es noch gleich? Nee. Der erste, letzte Tag. Mhm. Gut, schon vom Cover würde es mich auch nicht ansprechen. Und wie gesagt, da steht ja extra drauf, dass es auch kein Thriller ist. Ja. Wobei ich halt ihn in einem Interview mal gehört habe und eigentlich klang das ganz interessant, wo ich dachte, vielleicht, weil es ist ja ein bisschen auch aus seinem Leben, was er quasi so sein, nee, das ist dieses andere Buch, wo er seinen Kindern das mitgehen wollen würde, das war dieses andere Fische auf Bäume klettern irgendwie, das ist ein Roadtrip, wo zwei sehr ungleiche Teenager dazu gezwungen sind, irgendwie einen Roadtrip zusammen zu machen und ich habe dazu aber tatsächlich auch sehr negative Stimmen gehört und zwar, dass die weibliche Protagonistin den anderen total unterbuttert und der halt so unsicher ist und unselbstsicher ist, dass er da überhaupt gar nicht irgendwie mal den Mund aufmacht und das halt auch im Laufe des Buchs eigentlich weiterhin nicht schafft. Also es ist keine Entwicklung irgendwie drin, das heißt, sie kommandiert ihn halt komplett herum und er muss halt total viel Scheiße mitmachen, die er eigentlich gar nicht machen möchte. Also ich habe schon gehört, das ist jetzt auch nicht so Bombe. Aber wie gesagt, das wäre ja jetzt eh nicht mein Genre. Also wenn, dann wäre es halt eher, wie gesagt, die Playlist von ihm, die jetzt demnächst ja irgendwann rauskommt, wo ich halt wirklich am Überlegen bin, ob ich das lesen soll oder nicht. Ich würde, glaube ich, dem Heimweg nochmal irgendwann eine Chance geben. Tatsächlich habe ich noch nicht gehört, gelesen. Ja, den fand ich wieder, wie gesagt, den fand ich wieder ganz okay. Ja. Das war in Ordnung. Da war so ein bisschen, also ich das war auch eins, was ich sogar meine Mutter mal wieder mitgebracht hatte, weil ich dachte, ja, es ist in Ordnung. Mhm. Also es gibt natürlich immer wieder irgendwelche Twists, wo ich denke, ja, naja, hättest das jetzt gebraucht. Mhm. Aber das fand ich wieder ganz okay. Das konnte man ganz gut lesen. Das davor, was war denn das? War das das Paket? Nee, da war noch irgendwas dazwischen. Nee. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Also ja, das. Ja. Und dann habe ich, wie gesagt, auch noch eins ausgelassen gehabt, was ich dann wirklich nicht gelesen habe. Weil da ich da raus war. Mhm. Aber wie gesagt, bei der Playlist weiß ich nicht, wobei grundsätzlich das, was ich jetzt so, es gibt ja auch unglaublich gute Promo, die er da macht. Ne? Also er macht immer tolle Sachen. Und halt auch jetzt irgendwas mit Bands und irgendwie was. Und eigentlich sagt mir das dann doch wieder zu. Ja, dann macht das und, doch. Also, ja gut, weil das Einzige, was es hinterher ist, dass ich dann wenigstens mitreden kann und sagen kann, es war hier halt wieder blöd. Aber vielleicht, ich will ihn halt, das ist so, ich habe immer ein Problem mit ihm, weil ich will ihm eigentlich immer wieder eine Chance geben, weil ich ihn selber so sympathisch finde und weil er auch mal gut geschrieben hat. Ja. Also, und ich habe immer die Hoffnung, dass es irgendwann wieder so wird. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh je. Deswegen, ja. Was ist es bei dir? Was willst du nicht lesen? Mein Buch, was ich ausgewählt habe, ist Pfoten vom Tisch von Habe Kerkeling. Ich habe von ihm sehr, sehr gerne, ich bin dann mal weggelesen vor etlichen Jahren, als es rauskam, wo er ja den Jakobsweg gepilgert ist.
Ich habe dann auch sogar noch das Buch über seine Kindheit gelesen, Der Junge muss an die frische Luft. Ja, das habe ich auch gelesen. Mhm. Fand ich schon nicht mehr so gut. Also ich fand Ich bin dann mal weg total toll. Als er dann aber so richtig also über seine Kindheit erzählt hat, das fand ich ergreifend teilweise. Und ich finde auch, er spricht das auch immer gut ein. Ich glaube, der spricht die immer selber, die Hörbücher, bin ich der Meinung. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, mich daran erinnern zu können. Ich hoffe, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall gut erzählt und man versinkt da so ein bisschen rein. Aber ich fand das irgendwie, ich kann gar nicht sagen, woran es lag. Auf jeden Fall hat mich das überhaupt nicht mehr so richtig überzeugt, das Buch mit dem Der Junge muss an die frische Luft. Und ich, also ja, Pfoten vom Tisch, da geht es halt um Katzen. Ja. Ich hatte zwar auch schon mal Katzen in der Vergangenheit, aber das tangiert mich jetzt irgendwie in meiner Lebenssituation relativ wenig. Und ich glaube, das ist dann wieder so ein Ausflug quasi in seine persönliche Lebenserfahrung und das spricht mich einfach nicht an. Ich kann nicht. Ja, also mich würden hier grundsätzlich die Katzen schon ansprechen. Mhm. Also ich habe ja 4 Kater. Mhm. Allerdings, ich finde auch Herbert Kerkeling total super. Mhm. Ich habe nur bei ihm die Befürchtung, dass das eben auch, wie du sagst, sehr viel mit der Kindheit zu tun hat und gar nicht so viel mit der Katze. Ja. Was ich jetzt grundsätzlich nicht schlimm finden würde, aber er spricht halt immer von einer Katze und ich habe das Gefühl, das ist so die Katze, wie man sich halt Katze vorstellt. Mhm. Und für mich sind Katzen halt deutlich was anderes als für die Katze, die halt ihren eigenen Weg geht draußen und die total unnahbar ist und ihr eigenes Ding macht oder so. Das ist halt für mich ganz anders, weil für mich sind es halt wirklich Familienmitglieder und ich sehe halt nicht diese standardtypische Katze, wenn man an Katze denkt. Mhm. So, und deswegen ist es für mich dann immer so ganz, auch wenn es um eine Katze geht, irgendwie trotzdem immer so weit weg, weil ich denke, aber so würde ich meine Katze ja gar nicht behandeln oder bei mir würde die Katze das gar nicht machen. Ja. Also ich habe irgendwie eine ganz andere Erfahrung. Und wenn er dann irgendwie ich habe hinten einfach mal gelesen, dass er dann seine erste Katze, mit der er aufgewachsen ist. Ja, ich kritisiere das ja schon gleich, dass er nur eine Katze hat. Also, ich würde sagen, Janina, hab 2, weil eine Katze alleine zu halten, ist halt einfach nicht schön. So. Ja, ja, ja. Und deswegen einfach dieses auch Katzen miteinander finde ich einfach total toll. Und ich habe das Gefühl, das fehlt da dann. Ja. Und einfach, dass es dann auch zu oberflächlich einfach ist. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, es geht vor allem um seine Kindheit und gar nicht so um die Katze. Auch wenn die Katze da in den Vordergrund gestellt wird und sogar der Titel ist, glaube ich, ist es einfach nur, damit man sagt, Katze, greife ich dazu. Mhm. Also weil ich glaube, das ist schon etwas, was catchy wahrscheinlich ist. Ja, wahrscheinlich schon. Und ich weiß nicht, vielleicht tut man ihnen da irgendwie jetzt Unrecht und es geht gar nicht darum. Dazu weiß ich dann wahrscheinlich zu wenig davon. Und ich habe auch, um ehrlich zu sein, noch keine Rezension darüber gelesen, wie es jetzt wirklich ist. Aber, Also spricht mich grundsätzlich nicht so gut. Aber grundsätzlich habe Kerkeling ist super. Also das muss ich nochmal sagen. Den finde ich schon gut. Also ich freue mich ja auch eigentlich, dass er jetzt wieder so zurückkommt ein bisschen. Mhm. Also man hört ja jetzt wieder mehr von ihm und er macht jetzt auch wieder ein bisschen mehr im Fernsehen wohl auch. Und bin ich gespannt, was kommt, weil ich glaube, der ist halt immer noch lustig. Also, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Das waren schon 8 Fragen. Vielen, vielen Dank fürs Beantworten. Der Tag kommt übrigens von Nicole and her Books. Ich werde das Originalvideo quasi auch nochmal verlinken in der Episodenbeschreibung natürlich. Und jeder, der möchte, kann sich gerne getaggt fühlen. Ich habe mir jetzt keine konkreten Menschen rausgesucht, die ich jetzt hier taggen möchte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Und, danke dir. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.